Hallo und Glück auf. Wenn du auch Pflanzen hast, an denen du hängst, aber die aus unerfindlichen Gründen krank sind und du möchtest ihnen helfen, dann bleib jetzt dran. Wir haben schon seit Jahrzehnten Azaleensträucher im Garten, die aber in den vergangenen Jahren immer mehr abgebaut haben und somit immer kleiner wurden. Leider habe ich davon keine Aufnahme gemacht, weil ich eigentlich dazu kein Video geplant hatte, aber ich bin der Meinung, ich habe jetzt zumindest für meinen Fall ein gutes Mittel gefunden, um die Pflanzen wieder aufzupäppeln. Konkret sah das so aus, dass die Blätter braun wurden, fleckig wurden. Wir hatten zunächst eine Pilz Krankheit gedacht, keine Ahnung. Die Blätter fielen dann aus, die Äste waren kahl und man konnte die eigentlich nur noch abschneiden. Im Internet habe ich gelesen, es kann an zu viel Wasser liegen, es kann an zu wenig Wasser liegen, an zu viel Kalk im Boden. Gut, Kalk im Boden hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können, weil ich ja eine neue Beetumrandung gemauert habe. Aber auch zuvor und an verschiedenen Standorten war das gleiche Phänomen zu beobachten. Auch an unserer Bewässerungstaktik hatten wir eigentlich in den vergangenen 10 Jahren nichts geändert und somit schloss ich aus, dass es eben an zu nassen oder zu, ja, trockenen Boden liegt. Da ich schon eine ganze Weile für den Rasen Produkte von Oskorna verwende und die Webseite immer mal durchstöbere, bin ich auf Oskorna Urus gestoßen. Das ist eine kleine Flasche, 1 Liter ist da drin, zum extrem hohen Preis, wie ich finde. Aber ja, sollte die Pflanzen stärken und wieder aufpäppeln. Ich habe es dann einfach mal versucht und zusätzlich, weil ich es noch da hatte, für den Rasen etwas Bodenaktivator. Ich habe das Zeug also mal spaßenshalber bestellt. Nach Anleitung eine Gießkanne, 6 Verschlusskappen auf 10 Liter Wasser und dann die Pflanzen komplett damit übergossen und das 2 Anwendungen pro Pflanze gemacht. Also einmal am Anfang der Woche, einmal am Ende der Woche. Ja, und schon in der zweiten Woche hat man an der Pflanze komischerweise Besserung gesehen. Ja, komischerweise, es ist ein Dünger, die Blätter wurden deutlich grüner. Aber jetzt, nach über einem Monat, sieht man aus den Zweigen, die eigentlich vertrocknet waren, Blätter rauskommen. Ja, und braune Blätter sind keine weiteren entstanden. Vielleicht hier und da noch ein einzelnes, keine weiteren wäre gelogen. Aber nicht so, dass sie auffallen oder irgendwie, ja, dass man sofort drauf stößt. Man muss sie regelrecht suchen. Diese Dipladenia habe ich auch damit gegossen und die hat sich übers Jahr eigentlich ganz gut gemacht, wie ich finde. Ich lege jetzt natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das bei dir genauso klappt, aber falls du keine weiteren Ideen hast, wie du deinen Pflanzen helfen kannst, dann könntest du immer noch mal in den sauren Apfel beißen und für ca. 15 € pro Liter dieses Oskorna Urus ausprobieren und deinen Pflanzen vielleicht so helfen. Ja, das war ein kleiner Gartentipp von mir. Ich hoffe, das Video kann dem einen oder anderen helfen und ihr könnt die ein oder andere liebgewonnene Pflanze damit retten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer im ersten Kommentar und in der Videobeschreibung. Kleiner Tipp aber, außerhalb Amazon findet ihr das Produkt meistens wesentlich günstiger.